gecheckt. Ey, warte, ich muss kurz nach hinten. Post, ey. Bestimmt wieder Rechnung oder so. Anwaltsschreiben oder so. Ey, was hast du denn? Postkarte? Postkarte, ey. Digga, wer schreibt so eine Postkarte? Aus München, ey. Cool. Aus München. Yo, ja. Dudes, ich hoffe, wir sehen uns in München. Grußinger, David. Alter, David P. David P, was will der denn? Coole Nummer. Ich denke mal, es wegen dem Video, oder? Wegen dem... Ach, wegen dem Track, ne? Wegen dem Track. Ja, David. Ja, lass mal los. Was ist los an München? Komm, geht's nach München, Digga. Yeah. Oh, Mann, ey. Auf nach München, oder was? Auf nach München, ey. Alles klar. Hast du ein fettes Tape dabei? Für die 8-9 Stunden auf jeden Fall. 8-9 Stunden? Ja. Nee, da geh ich mal raus. Wenn wir Mike und Wort ergreifen. Da will ich gehen. Worte wandeln Wege. Der Style ist living large, der Plan ist weiter fortzuschreiten. Ein Mikrofon ergibt mein Beat auf Rotation. Wenn wir Mike und Wort ergreifen. Da will ich gehen. Worte wandeln Wege. Der Style ist living large, der Plan ist weiter fortzuschreiten. Hoffentlich steht ihr auf ehrliche Raps und über dem Hype. Ich extrahiere die Essenz und saug es aus. Rap mit Substanz kommt immer aus Bau. Drop meine Lyrics auf den Beat und hau es raus. Und überlass den Ausverkauf den Pausenclowns. Ich extrahiere die Essenz und saug es aus. Rap mit Substanz kommt immer aus Bau. Drop meine Lyrics auf den Beat und hau es raus. Und überlass den Ausverkauf den Pausenclowns. Hip-Hop ist schon was Geiles, ich denk, da sind wir uns einig. Ihr wisst, was gemeint ist, nicht dieser billige Scheißdreck. Ich mein Beats mit Seele, Rap mit Esprit. Und ein DJ, der mehr ist als nur dekorativ. So lieb ich den Shit, so wie er ist. So ne schnickschnackte Minimalist. Auch wenn es altertümlich wirkt, mag Idealist. Für mich ist eine gelungene Jam auch immer ein Familienfest. Bin Hip-Hop-Fan, hab die Geschichte gelernt. Sogar Geschichte geschrieben, Blick auf ein richtiges Werk. Genieße einen Ruf, der seinesgleichen sucht. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und außerdem rapp ich einfach gut. Jetzt wisst ihr, wer die Schienen legt. Dave P, live on stage, Zeit vergeht. Bleibt auch so, solange die Welt sich weiter dreht. Null Empathie für Oldschool-Heads, die ich deshalb leiden sehe. Das Ganze ist ein Spiel, ich seh das sportlich wie ein Leichtathlet. Deutschrap ist erwachsen und fährt jetzt ohne Kindersitz. Augen auf Finanzverkehr, schließlich spielt das Business mit. Manche machen nur Mucke, weil's ein Vehikel für ihr Image ist. Der schnelle Weg nach oben aus den Tiefen des Internets. Man hat den Leuten viel erzählt, worum es in dem Spiel hier geht. Rappen heißt für uns, Wahrheiten verbreiten. Ich brauch den Rausch der Wörter, so verkörper ich meinen Lifestyle. Weil ich es bin, den du hörst, nicht irgend so eine Masche. Ich extrahier die Essenz und saug es aus. Rap mit Substanz kommt immer aus Bau. Drop meine Lyrics auf den Beat und hau es raus. Und überlass den Ausverkauf den Pausenclowns. Ob früher alles besser war, ich glaube kaum. Wer Veränderungen fürchtet, baut einen Zaun. Der bleibt bei seiner Wurst mit Sauerkraut. Um meidet's über den Tellerrand hinauszuschauen. Damals in den 90ern, als Hip-Hop in Deutschland noch ein Häuflein an Leuten war. Die Stimmung noch freundlich und Fan noch nicht käuflich war. Waren Alben noch Klassiker und Lyrics bedeutender. Seufzinger, verdammte Nostalgie, spaltet die Kompanie. Zerbel der Vergangenheit, Gefühle sind nie objektiv. Hip-Hop lebt vom Kollektiv, nächster Private Property. Was damals gilt, gilt heute noch wieder mit der Monarchie. Ich weiß, die Welt ist im Wandel. Und zwar in dem Tempo, wie der Hochfrequenzhandel. Was früher noch zählte, ist plötzlich weniger wert. Gestern noch Rebell und morgen schon reaktionär. Ja, so tickt sich die Uhr. Betrifft ja nicht nur den Generationenkonflikt in der Hip-Hop-Kultur. Nur geht's um Rechthaberei, Bruder, wird es absurd. Ignoranz hinterlässt immer ne giftige Spur. Und zu jammern wie ein Weichei, dass der Zeitgeist nicht gleich bleibt, ist frei von Realismus und verdient erstmal Beileid. Young Dudes, verdammt gut, dass ihr dabei seid. Wer die Geschichte kennt, wandelt auf dem Pfade der Weisheit. Bass und Dan, das Ding ist ein Highlight. Soul Brother, Soul Food, nahrhaft wie Eiweiß. Kultur, ein Teil von mir, ein Stück meines Lebens. Vom Hip-Hop-Fan zum Businessman, ich wechsel nie die Seite. Ich extrahier die Essenz und saug es aus. Rap mit Substanz kommt immer aus Bau. Drop meine Lyrics auf den Beat und hau es raus. Und überlass den Ausverkauf den Pausenclowns. Ich extrahier die Essenz und saug es aus. Rap mit Substanz kommt immer aus Bau. Drop meine Lyrics auf den Beat und hau es raus. Und überlass den Ausverkauf den Pausenclowns.